ich tue mir immer sehr schwer, mit Menschen umzugehen, die die AfD wählen, die aus dem Mittelstand oder dem, sag ich mal, Niedrigeinkommenssektor kommen, ne, oder aus dem Handwerklichen, denen zu erklären, dass sie eine Partei wählen, die sie fressen möchte. Also wirtschaftlich vor allem gesehen. Ne? Also was wären jetzt zum Beispiel so Widersprüche, die du in den Wahlversprechungen der AfD siehst und in ihrem Abstimmungsverhalten bezüglich der wirtschaftlichen Aspekte? Also den größten Widerspruch, den habe ich beim Mindestlohn gesehen. Also beim Mindestlohn, da sagt die AfD in ihrem Programm ganz offen, sie befürwortet den Mindestlohn, sie fände das gut. Der Mindestlohn sorge vor allem dafür, dass Menschen so viel Lohn bekommen würden, dass sie im Alter nicht in Armut leben würden. Und das ist sehr interessant. Also bin ich schon mal einzeln durchgegangen. In einem anderen Gespräch ist auf meinem Erstkanal, könnt ihr euch gerne ansehen. Und da tut sich ein ganz interessanter Widerspruch auf. Denn der Mindestlohn, der aktuell gezahlt wird, der ist, wenn man von 40 Beitragsjahren und einer Vollzeitwoche ausgeht, der ist tatsächlich deutlich zu gering, damit Menschen, wenn sie 40 Jahre lang diesen Lohn gezahlt bekommen würden, damit sie dann im Alter nicht in Armut leben würden. Aktuell bräuchte es da einen Lohn zwischen 14 und 15 Euro. Also Mindestlohn von 14 bis 15 Euro, damit Menschen im Alter nicht in Armut leben müssten. Aber der was auch gefordert wird von BSW, ne? Glaube ich. Ja, BSW fordert das. Und die Gewerkschaften haben das letztes Jahr tatsächlich auch schon gefordert in der Mindestlohnkommission. Da hat die Mindestlohnkommission gesagt, da haben die Gewerkschaften gesagt, so, wir wollen, dass der Mindestlohn auf 14 Euro angehoben wird. Dieser Mindestlohn auf 12 Euro, das war ja ein Wahlversprechen der SPD, da wurde doch gesagt, wir erhöhen die Löhne jetzt, aber diese 12 Euro, die sind ja durch die Inflation jetzt viel, viel weniger wert, als sie eigentlich wert gewesen wären. Das heißt, wir wollen, dass dieser reale Mindestlohn von 12 Euro erhalten bleibt. Und damit der reale Mindestlohn erhalten bleibt, muss man halt an die Inflation anpassen, dann wären wir bei ungefähr 14 Euro. Und da haben die Arbeitgeber gesagt, nee, das ist viel zu viel. Wir rechnen jetzt mal komplett anders. Wir tun so, als wäre der Mindestlohn nie erhöht worden und rechnen einfach nur die Mindestlohnerhöhung auf die alten Werte an und kommen dann bei 12,41 Euro raus. Nicht bei 14 Euro. Ja, und verstehe. Dreimal darfst du raten, wie die SPD sich entschieden hat. Die SPD hat in der Mindestlohnkommission in Persona von Christiane Schönefeld, das ist eine SPD-Politikerin, sich auf die Seite der Arbeitgeber geschlagen und dafür gesorgt, dass der Mindestlohn auf nur 12,41 Euro erhöht wird. Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten, ne? Genau. Mal wieder. Und dann hat die Linkspartei im Parlament, das ist jetzt wichtig, um den ganzen Kontext zu verstehen, gesagt, so der Mindestlohn, der sollte auf 14 Euro erhöht werden. Wir finden das, was die Gewerkschaften da gefordert haben, gut und richtig. Ich meine, 14 Euro ist ja real, dann noch die 12 Euro, weil, wie gesagt, die 12 Euro versprochen wurden, bevor es diesen heftigen Preisschock, diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland jetzt gab. Und da hat dann die AfD eine interessante Rede gehalten. Die AfD hat nicht gesagt, wir sind für diese Erhöhung auf 14 Euro. Ich meine, wir sind ja dafür, dass man im Alter nicht in Armut leben sollte. Wir sind für einen vernünftigen Mindestlohn. Sondern die AfD hat gesagt, wir können doch nicht den Mindestlohn politisieren. Wir sollten uns an das halten, was die Mindestlohnkommission beschlossen hat. Und dann hat sie im Bundestag auch dagegen gestimmt. Ach so. Also Gerrit Huy, die hat eine Rede dagegen gehalten. Und das ist sehr interessant. Also die SPD verhindert in der Mindestlohnkommission eine Erhöhung des Mindestlohns und da tut die AfD so, als wäre das ein neutraler Richterspruch, an dem man sich nun mal halten müsse. Also die AfD tut so, als wäre das eine neutrale Kommission, die sich gar nicht für eine Seite entschieden hätte, obwohl das Gegenteil passiert ist. Also entweder in der AfD da sitzen Leute, die wirklich keine Ahnung vom Thema haben, die nicht wissen, wie die Erhöhung des Mindestlohnes beschlossen wird, die nicht wissen, wie die Mindestlohnkommission zusammengesetzt ist, die nicht wissen, wie da entschieden wurde, also dann wären sie einfach nur inkompetent. Doch das glaube ich nicht. Ich glaube, die AfD weiß ganz genau, was da passiert ist. Und eine Neoliberale wie Gerrit Huy, die ist natürlich prinzipiell gegen höhere Löhne, denn wenn man den Arbeitgebern zu hohe Löhne aufbürdet, dann entlassen sie ja alle Arbeiter. Also das ist ja diese alte neoklassische Erzählung, dieses neoklassische Arbeitsmarktmodell. Riesengroßer Schwachsinn, aber ja, da ist Gerrit Huy auf jeden Fall dagegen. Ja, weil diese Argumentation habe ich jetzt auch schon gehört bei mir im Chat und du kennst mich ein bisschen, ich kann dagegen nicht argumentieren, weil mir einfach die Fachkenntnis fehlt. Weil Löhne erstmal ein Nachfragefaktor sind. Das heißt, wenn du Löhne erhöhst, dann bedeutet das, dass die Arbeiter mehr Nachfrage haben. Das heißt, wenn sie mehr Produkte nachfragen, dann stellen die Unternehmen mehr Leute ein, nicht weniger, sie stellen mehr ein. Das heißt, es passiert genau das Gegenteil, was in diesem Modell vorhergesagt wird. Und in diesem Modell wird gesagt, ja, wenn die Kosten von Arbeit sich im Verhältnis zu Kapital erhöhen, dann rüsten Unternehmen auf Kapital um. Also
das ist in der Realität auch so nicht möglich. Also in fast keinem Bereich. Dass wenn du einfach, so wenn Unternehmen erstmal eine Investition getätigt haben, die Arbeiter ersetzt, beispielsweise sich eine Maschine angeschafft haben, dann werden sie, wenn der Lohn wieder ein bisschen sinkt, jetzt nicht sagen, okay, verschrotte ich die Maschine mal und stelle jetzt wieder Arbeiter ein. Nein. Eine Investition, die ist einmal getätigt, wenn Arbeiter einmal wegautomatisiert wurden, dann ist die Automatisierung langfristig effektiver als die Arbeiter. Dann ist das in diesem Bereich so. Da kann man durch niedrigere Löhne diesen Prozess vielleicht verzögern, aber man kann ihn nicht umkehren. Das heißt, diese Substitution in die eine und die andere Richtung, dass die so einfach gehen würde, das ist schon mal ein grundsätzlicher Denkfehler. Du kannst durch niedrige Löhne natürlich diesen Prozess hinauszögern, wo Arbeiter dann durch Maschinen ersetzt werden. Aber du kannst ihn nicht rückabwickeln. Das ist eine völlig alberne Idee. Unternehmen haben erstmal eine Produktionstechnologie und da haben sie einen bestimmten Einsatz von Arbeit und Kapital. Und das, also wie gesagt, wenn du höhere Löhne durchsetzt, dann wird vielleicht schneller automatisiert. Das kann passieren tatsächlich. Aber für den Arbeitnehmer dann natürlich auch nicht so optimal wäre tatsächlich, ne? Aber die verbleibenden Arbeitnehmer haben natürlich dann höhere Löhne und dann natürlich auch dann größere Sicherheit so. Eine größere Nachfrage. Der Staat muss immer dafür sorgen, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage so hoch bleibt, dass Vollbeschäftigung herrscht. Dann finden die Arbeiter, die dann wegautomatisiert wurden, auch schnell wieder einen Job. Das heißt, es wäre sogar gut fürs Wirtschaftswachstum, diese Automatisierung kombiniert mit einer vernünftigen Wirtschaftspolitik. Und dadurch, dass höhere Löhne zu einer höheren Nachfrage führen, heißt es nicht mal, dass diese Automatisierung insgesamt Arbeitsplätze kosten, sondern die höhere Nachfrage, die wird wahrscheinlich insgesamt mehr Arbeitsplätze schaffen, als sie kosten. Es sei denn, die Produktionseffizienzsteigerung geht schneller als die Nachfrageerhöhung. Angenommen, wir hätten jetzt irgendwelche Maschinen, die dann die Nachfrage viel, viel besser stillen könnten aufgrund von exponentiellem Technologiewachstum. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, wozu brauchen wir denn überhaupt sowas, ne? Also so viel Arbeit. Ja, so viele Arbeiter. Eine ganz andere Geschichte. Asmongold hat ja immer so gesagt, hey, es wird irgendwann so sein, dass kein Mensch mehr arbeiten muss, weil wir einfach Technologie zur Verfügung haben, die unsere Bedürfnisse stillen wird. Ja, den Traum hatte tatsächlich schon Keynes vor 100 Jahren. Der hat 1930 oder ja, ungefähr um die Zeit so eine Schrift rausgebracht. Hey, so wird die Wirtschaft unserer Urenkel aussehen. Die werden nur noch 15 Stunden am Tag arbeiten. Der hat einfach diesen technologischen Fortschritt in die Zukunft fortgeschrieben. Und bis in die 70er Jahre sah es tatsächlich so aus, dass er eventuell sogar recht haben könnte. Die Arbeitszeit ist durchgängig gesunken. Die Gewerkschaften haben immer kürzere Arbeitszeiten erkämpft. Produktivität ist auch schnell gestiegen. Aber mit Einführung des Neoliberalismus haben die Arbeitszeiten plötzlich zu stagnieren begonnen. Das heißt, die Arbeitszeiten sind seit den 70er Jahren nicht mehr groß gesunken. Und die Armutsschere ist weiter aufgegangen. Frauen mussten jetzt auf einmal auch arbeiten, damit eine Familie durchkommen kann. Die Arbeitszeiten bei Frauen sind gestiegen tatsächlich. Okay. Vielleicht auch so, auch vielleicht Teil der neoliberalen Kampagne, dass man sagt, die Emanzipierung fordert, dass eine Frau Karriere macht. Ne, und die das vielleicht so ein bisschen unterschwellig antreibt, dass Frauen mehr arbeiten. Wollen so. Ja. Um mit den Männern gleichzuziehen. Ich halte diese ganze neoliberale Geschichte auch tatsächlich für in Kombo mit der Identitätspolitik beziehungsweise mit Intersektionalismus und dritte Welle Feminismus führen. Vielleicht sogar tatsächlich gewollt, um den Kapitalismus vorzupuschen, um uns zu trennen, um uns zu atomisieren und um das Volk zu spalten, das gegen diese wirklich schlimmen Geschichten, dass wir so viel arbeiten müssen, so viel wenig Geld dafür bekommen, dass wir so viel Geld für Energie aufwenden müssen, so viel Geld für Essen aufwenden müssen. Also ich wende 90% meines Einkommens pro Monat für Fixkosten auf beispielsweise. Ich bin absolut im unteren Bereich, ne, des Geldes, dass es halt gewollt ist, um die Bevölkerung so gegeneinander aufzubringen. Ne? Sagt ihr mal das schöne Beispiel, da hocken ein weißer und ein schwarzer Dude, beide haben so Dreadlocks, ne, und der Intersektionalist kommt jetzt her und sagt zu den beiden, ey, habt euch mal nicht mehr lieb, ne, hasst euch mal gegenseitig, weil der ist weiß und hat die gleiche Frisur wie du. Ne, wenn man das Ganze jetzt extrapoliert auf die Gesellschaft, ne, führt es ja de facto einfach zu mehr Spaltung. Statt dass man sagt, hey, ne, ist doch cool, wenn sich Kulturen irgendwie vermischen, Melting Pot und so, ne? Und dass das tatsächlich gewollt ist, weil im Zuge von, weil Erwin hat mir über die MPS erzählt oder hat ja viel über die MPS gesprochen, im Montpellier Society. Im Zuge dessen habe ich mir auch mal so ein bisschen angeschaut, wie der ganze Bums so vernetzt ist. Und da stellt man fest, dass an extrem vielen Universitäten die neoliberale Founding, die Unterstützung bekommen aus neoliberalen Thinktanks oder Funds, dass genau an diesen Universitäten eben die ganze intersektionale Geschichte gepusht wird. Und dann frage ich mich, ob das vielleicht echt nicht tatsächlich Absicht sein könnte. Ja, progressiver Neoliberalismus.
Aber das ist interessant, weil du die MPS ansprichst, die sitzt tatsächlich in Person von Lars Feld auch in der Mindestlohnkommission. Ach komm. Also, aber Lars Feld hat nicht die, also Lars Feld hat natürlich gegen einen Mindestlohn von 14 Euro gestimmt, was erwartet man da, aber die entscheidende Stimme, die kam tatsächlich von Christiane Schönefeld von der SPD. Ja, natürlich. Also also ist jetzt nicht so, dass die MPS die Mindestlohnkommission kontrollieren würde, sondern da sitzt halt mit Lars Feld ein Mann, dann hast du Arbeitgeber, die vertreten ihre Interessen, Gewerkschaften, die vertreten ihre Interessen und dann hast du halt politisch besetzte Stellen, Lars Feld, Christiane Schönefeld und Florian Kern. Florian Kern war für einen Mindestlohn von 14 Euro, Lars Feld war dagegen und Christiane Schönefeld war dann als Vorsitzende die entscheidende Stimme, die gesagt hat, nee, Mindestlohn 14 Euro ist mir zu hoch, ich mache hier traditional SPD-Politik für große Unternehmen. Naja, ja. Aber und die SPD hat diesen politisierten Prozess, SPD sage ich schon, die AfD hat dann im Bundestag diesen politisierten Prozess als unpolitisch dargestellt. Also sie hat erstmal die, also wenn sie nur gegen den höheren Mindestlohn wäre, der, wie gesagt, was sogar im Widerspruch zu ihrem Parteiprogramm steht, im Parteiprogramm steht, ja, nämlich, sie ist für einen Mindestlohn, der so hoch ist, dass die Menschen im Alter nicht in Armut leben müssen. Das wären, wie gesagt, gerade ein Mindestlohn von 14 bis 15 Euro, wahrscheinlich eher noch ein bisschen höher. Aber ja, wenn sie nur dagegen wäre, wäre es das eine. Aber sie verkauft die Wähler auch noch für komplett bescheuert und tut so, als wäre das ein neutraler Prozess, wo Arbeitgeber und Gewerkschaften Kompromiss geschlossen hätten, was nicht der Fall war. Die Gewerkschaften hatten ihre Forderung, die Arbeitgeber ihre. Und die SPD hat sich dann für die Arbeitgeber entschieden. Und das hat die AfD nicht gesagt, sondern sie hat so getan, als wäre das ein unpolitischer Prozess, als hätten wir keine, beispielsweise mit einem neutralen Gerichtsurteil zu tun, was ja de facto nicht der Fall war. Also sie betreibt, das heißt, so ein bisschen der Feind meines, das Ding ist ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund in dem Sinne, ne? Dass normalerweise wäre es gegen ihre Interessen gegangen, hätten sie der SPD da richtig schön einen einschenken können, indem sie halt gesagt hätten, ja, ihr habt eure Wähler verarscht, Wahlprogramm steht was anderes, als was ihr gerade da getan habt, ne? Aber da sie natürlich den gleichen Bums möchte, hält sie natürlich ihre Schnauze da, ne? Hätten sie. Sie hätten da die SPD richtig schön vorführen können und ja, sie haben es nicht gemacht. Sondern ganz im Gegenteil, sie haben die gesagt, was hat die SPD da entschieden, sondern sie hat gesagt, das ist gut und richtig und politischer Prozess, Arbeitgeber und Gewerkschaften sitzen ja da drin, das darf man nicht mehr angreifen, das ist quasi wie ein Gottesurteil. Also das ist komplett albern, so wie die AfD-Abgeordneten dann argumentiert haben danach. Alter, das ist so frech, Agi. Der Mindestlohn ist ein unpolitischer Prozess. Der Mindestlohn bestimmt über das Leben von wie viel? 50% der Bevölkerung? Ungefähr? Nee, von der Arbeitnehmerschaft, wenn du den auf 14 Euro erhöhen würdest, dann sind das, glaube ich, ein Drittel, 40% ungefähr. Okay, aber das ist auf jeden Fall ein riesiger, riesiger Anteil, und, ne? Ja, und die ein bisschen mehr verdienen, also wenn du 16 Euro verdienst und der Mindestlohn steigt dann auf 14 Euro, dann wird der Arbeitgeber natürlich versuchen, so einen gewissen Abstand zum Mindestlohn zu wahren. Das heißt, alle, die ein bisschen mehr verdienen, die werden davon auch profitieren. Okay, und da ich das ja richtig verstanden habe, haben wir dadurch auch eine höhere Nachfrage. Die Unternehmen bei uns müssen mehr produzieren, können vielleicht auch mehr investieren, können vielleicht die Forschung ein bisschen vorantreiben in ihrem Sektor. Wäre eigentlich rein technisch nur gut fürs Land. Ja, und das macht man deswegen nicht, weil man möchte, dass die Mindestlöhne niedrig bleiben, damit der Arbeitgeber sich einen höheren Mehrwert abschöpfen kann. Und sehe ich das richtig? Einerseits das und andererseits, dass das deutsche Modell des Lohndumpings weiterhin erfolgreich ist, dass die deutsche Exportindustrie weiterhin so wettbewerbsfähig ist. Ich meine, Deutschland hat ja auf extrem schwaches, beziehungsweise in den ersten 10 Jahren des Euros komplett ausbleibendes Lohnwachstum gesetzt, was dafür gesorgt hat, dass Deutschland wettbewerbsfähiger geworden ist. Also Deutschland hat seine Löhne nicht erhöht, was gegen jede Regel einer Währungsunion verstößt. Wenn man eine Preissteigerung von 2% im Jahr will, dann muss man sich an die goldene Lohnregel halten, dann muss man die Löhne entsprechend um ungefähr 3% im Jahr steigen lassen. Das hat Deutschland nicht gemacht. Die Reallöhne sind in Deutschland von Anfang der 90er bis Anfang der 2010er überhaupt nicht gestiegen. Und dementsprechend ist die deutsche Exportindustrie immer wettbewerbsfähiger geworden. Die Exportindustrie in Frankreich, Spanien, Griechenland ist immer weiter abgeschmiert. Das heißt, Deutschland hat sich hier Wettbewerbsvorteile ergaunert. Und dieses Geschäftsmodell, das will die AfD natürlich aufrechterhalten. Zum Schaden der deutschen Arbeiter und zum Schaden unserer Handelspartner in der Eurozone. Die beschimpft man dann als faule Griechen, faule Italiener, die können nicht mit Geld umgehen. Obwohl das ja direkte Folge des deutschen Lohndumpings ist, dass dort die Wirtschaft so schlecht läuft. Okay, da fehlen mir natürlich dann kausale Zusammenhänge, genau, warum jetzt zum Beispiel Griechenland kollabiert ist. Das war irgendwie vor 10 Jahren, irgendwas aus die Kiste, habe ich dazu was noch im Hinterkopf. Dann, Digga, da war ich 19, da war ich mit ganz anderem Zeug beschäftigt als Politik. Ne?
Zwei Dinge, es war eine Bankenkrise zum einen, die hattest du überall, du hattest, also in Spanien hattest du beispielsweise sogar eine Immobilienblase, in Griechenland hattest du die auch. Und das zweite, es war eine Leistungsbilanzkrise. Die Länder, die haben sich gegenüber dem Ausland immer mehr verschuldet. Sie haben, was auch kein Problem war, die Verschuldung fand vor allem im Privatsektor statt und der Verschuldung des Privatsektors, die ist nicht reguliert. Der Vertrag von Maastricht, der reguliert nur die Staatsverschuldung, der sagt 60% maximal. Und als es dann zur Eurokrise kam, dann wurde private Verschuldung, Verschuldung im Bankensektor massiv in staatliche Verschuldung umgewandelt. Das heißt, die Schulden des griechischen Staates, die explodierten dann plötzlich. Aber diese Schulden, die hatte die griechische Gesamtwirtschaft vorher schon. Also die waren nur bei griechischen Banken oder bei ausländischen Banken sogar vorher. Die hatte nun einfach der griechische Staat. Und das heißt, alle haben plötzlich Alarm gemacht, Hilfe, Griechenland hat so eine hohe Verschuldung. Also die Schulden waren vorher schon da, nur sie waren halt privat und nicht staatlich. Und das staatliche sind aufgrund der Regelungsänderung dann wurde es dann staatlich, ne? Ja, und da Griechenland halt jetzt schlecht laufende Konjunktur, also sparende Unternehmen, sparende Privathaushalte hatte und hohe Leistungsbilanzendefizite, musste der Staat sich immer weiter verschulden. Der griechische Staat konnte keine Schulden abbauen, aber man hat ihn dann genau dazu gezwungen. Wozu zum hat das Sparen, geführt? Ne? Ja. Das heißt, griechische Wirtschaft ist um ein Drittel eingebrochen. Die Staatsschulden sind in Relation zur Wirtschaftsleistung, also Staatsschulden ungefähr konstant geblieben, Wirtschaftsleistung eingebrochen. Das heißt, die Staatsschulden in Relation zur Wirtschaftsleistung explodieren nochmal, noch höhere Höhen. Jetzt hat Griechenland eine Staatsverschuldung von 200% der Wirtschaftsleistung, eine komplett demolierte Wirtschaft, die ist auf dem Stand zum Beitritt. Also Griechenland hatte bis 2009, 2008 höchste Wachstum aller Euro-Staaten und danach eine riesige Wirtschaftskrise. Mittlerweile sind also ist in 20 Jahren in Griechenland die Wirtschaft überhaupt nicht gewachsen. Die ist 2021 immer noch im Stand von 1999 ungefähr gewesen. Also das ist, krass, eine, und das ist alles durch eine Änderung quasi, ne? Ja, ja. Aber vorher war das griechische Wachstum schon nicht nachhaltig, einfach weil Griechenlands Wirtschaft nicht wettbewerbsfähig war, in dem Sinne, dass dort die Löhne zu stark gestiegen sind in Relation zu Deutschland. Wenn in Deutschland und in den Niederlanden und gibt es noch einige andere Kandidaten, wenn dort, also beispielsweise skandinavischen Staaten, wenn dort die Löhne stärker gestiegen wären, dann wäre Griechenland jederzeit wettbewerbsfähig gewesen. Das heißt jetzt einfach, du sagst, die Griechen können nicht mit Geld umgehen, das ist genau das Falsche. Griechen haben ihre Löhne vielleicht sogar etwas zu stark erhöht, bei einem Inflationsziel von 2% hätten sie da mehr aufpassen müssen, aber wer gegen dieses Ziel ganz krass verstoßen hat, das war ein Land wie Deutschland, was seine Löhne überhaupt nicht erhöht hat. Also wenn du, wie gesagt, Inflationsziel von 2% hast, Löhne folgen den Lohnstückkosten, dann brauchst du ein Lohnwachstum von etwa 3% pro Jahr. Also ich verstehe. Also wir haben quasi einfach komplett restliches Europa gefickt dadurch. Ja. Auf gut Deutsch. Heftig. Nicht nur, wie gesagt, wir haben da noch einige mitgemacht, wie die Niederlande, wie Dänemark, wie ich glaube Schweden auch noch. Also es sind die skandinavischen Staaten, die sich immer halt super solide geben. Also das sind die Staaten, die Eurozone mehr oder wohl Dänemark und Schweden ist jetzt nochmal, die haben eigene Währung. Die kannst du da nicht richtig mit reinzählen, aber diese Währungen, die sind relativ stabil zum Euro. Das heißt, der Wettbewerbsvorteile durch das Lohndumping, die haben sie trotzdem. Also ist jetzt alles ein bisschen kompliziert, deswegen nenne ich immer Deutschland und die Niederlande als Beispiel. Da ist es relativ eindeutig, hohe Leistungsbilanzüberschüsse, die Löhne müssten steigen in diesen Ländern. Also Deutschland und die Niederlande, die kannst du jetzt immer als beste Beispiele ranziehen. Ich will jetzt nicht verwirren mit Ländern, die zwar auch Lohndumping betreiben, die aber andere Währungen haben. Da ist das nochmal ein bisschen komplizierter zu erklären. Weil die ja theoretisch gäbe es da den Wechselkursmechanismus. Warum der dann im Einzelfall nicht funktioniert, müsste man dann immer erklären. Okay, verstehe. Also man konzentriert sich jetzt erstmal auf die einfachen Beispiele, damit es auch nachvollziehbar bleibt für einen Wirtschaftslein wie mich. mein Chat, ne? Ich habe ja gesehen, bei dir, die Leute im Chat, die sind dann natürlich an Wirtschaft interessiert. Für die kannst du das natürlich fein runterbrechen. Da ist es gar kein Problem. Ich weiß nicht, wie affin die Leute bei mir im Chat mit Wirtschaft sind. Mir egal. Ich möchte den Bums jetzt auf jeden Fall erstmal lernen. Wichtig ist jetzt, mir persönlich auch, was sagst denn du, was wären denn die Folgen wirtschaftspolitisch für Deutschland, wenn die AfD in eine Mehrheitsregierung kommen würde? Das ist hochspekulativ, das kann keiner sagen, wäre die kurze Antwort. Ich muss nur mal kurz einwerfen, es ist tatsächlich nur jeder vierte Arbeitnehmer, der weniger als 14 Euro verdient. Also habe gerade noch mal nachgeguckt, gar nicht mal jeder Dritte. Ich dachte, das wäre rund ein Drittel, aber es ist ungefähr ein Viertel der Arbeitnehmer, die unter 14 Euro verdienen, was auch schon relativ viel ist. Also das erklärt auch, warum wir so viel Erwerbsarmut in Deutschland haben. Erwerbsarmut ist jetzt quasi Leute, die Leute arbeiten und sind arm. Können. Ja, ja. Also, haben wir in Amerika ja ganz extrem in den Großstädten, da haben da Leute teilweise 2-3 Jobs, ne, und leben trotzdem im Auto. Was ja, die Angestellten im Disneyland, das hatte ich im Video bei Imp gesehen, die müssen wirklich reihenweise, also jetzt nicht als kurioses Ausnahmephänomen, sondern reihenweise in ihren Autos schlafen, weil sie keine Wohnung mehr finden, weil die zu teuer sind.
Naja, Disneyland hat tatsächlich auch ja ein eigenes Dorf gebaut für Leute, die beim Disneyland wohnen wollen, ne? Aber erlaubt seinen Angestellten nicht dort einzuziehen. Ja, die können nicht so viel zahlen. Die haben zu geringes Gehalt. Es gab da im Appalachia hieß das, glaube ich. Das war eine Region in Amerika. Da gab es Kohlebergbau oder auf jeden Fall Bergbau. Ob das jetzt Salz oder Kohle war, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und da war das Ganze noch irrer. Die hatten da Unternehmen, die haben diesen kompletten Bereich wirtschaftlich aufgerüstet. Die haben da ihre Minen hingebaut, ihre Raffinerien für die Rohstoffe, die sie abgebaut haben. Haben komplette Dörfer dort mit Firmensupermärkten, mit Firmenschulen und so weiter aufgebaut. Die haben die Leute dort nicht mit richtigem Geld bezahlt, sondern die haben sie mit Firmendollars bezahlt, die sie dann auch nur in diesen Supermärkten ausgeben konnten und in Läden, die zur Firma gehört haben. Also das ist dann, glaube ich, der absolute Endlevel-Kapitalismus, ja, wenn man dann so firmeninterne Währung hat. Aber zurück zu, das wollen ja einige, die, also diese Libertären, die wollen ja, dass jedes Unternehmen seine eigene Währung rausgeben kann. Also das ist so absurd. maximale Freiheit dann. Aber zurück zu deiner Frage. Ja. Die war nämlich, also Gesundheit. Ich hatte ja gesagt, die kann man tatsächlich gar nicht so gut beantworten, wenn die AfD an die Macht kommen würde. Was würde dann passieren? Aber man hat ja einige Indikationen. Man kann erstmal ins Wahlprogramm schauen und was würde passieren, wenn das in der reinen Lehre umgesetzt würde. Dazu komme ich gleich, da das tatsächlich ein bisschen komplizierter ist, da viele Sachen drin stehen. Aber da komme ich dann auf einen relevanten Punkt. Und dann zum Zweiten, wie regieren andere rechte Parteien, wenn sie an der Macht sind? Und in Italien, da haben wir das sehr gut gesehen. Ich meine, ein großes Versprechen war ja da, wir stoppen die illegale Migration. Illegale Migration geht weiter, legale Migration soll erhöht werden. Aber italienische arme Leute, die aus Italien kommen, die werden schlechter behandelt, das Bürgergeld wird gestrichen. Also das ist das Ergebnis der rechten Politik in Italien. Also weder in Bezug auf den Wirtschaftskrieg gegen Russland, noch in Bezug auf Friedenspolitik, noch nicht mal in Bezug auf die illegale Migration, womit sie am meisten Wahlkampf gemacht haben, irgendein Erfolg. Aber dafür werden italienische Bürgergeldempfänger jetzt noch viel schlechter behandelt als vorher schon. Das italienische Bürgergeld, das war auch schon nicht sonderlich üppig. Das war gerade vorher erst von der Fünf-Sterne-Lega-Regierung eingeführt worden. Also Italien hat sowieso ein sehr schlecht ausgebautes Sozialsystem. Und da hatten die Fünf-Sterne das dann quasi durchgeboxt. Und das hat die rechte Regierung jetzt sofort wieder einkassiert. Das ist Wahnsinn, ne? Ich meine, da wird halt, das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie die Bevölkerung wirklich verarscht wird, ne? Also wenn ich das jetzt ganz aus einer Laienperspektive betrachte, klingt es für mich halt so, als würde man Arbeitskraft wollen, als würde man Humankapital wollen. Umso mehr, umso billiger, umso besser, ne? Das heißt, man bringt illegale Migranten ins Land, man bringt legale Migranten ins Land und man nimmt die arme Bevölkerung und nimmt ihnen so das Fallnetz, sage ich jetzt mal ganz salopp, sodass sie dazu gezwungen werden zu arbeiten, sodass sie dazu gezwungen werden, für, was weiß ich, 2 Euro pro Stunde ans Fließband zu gehen. Das sagt ja auch Erwin immer, ne? Ganz kurz, das ist ja auch Erwins Position, warum er sagt, Migrationspolitik kann auch von linker Seite eine Begrenzung fordern, wenn man sagt, man möchte das Lohndumping im eigenen Land verhindern, man möchte verhindern, okay, dann kommen noch Sachen wie Wohnungsnot und so, die eh noch mit am Start sind dazu und so weiter. Aber wie du schon gesagt hast, die illegale Migration wurde nicht gestoppt, ne, die legale Migration wird gefördert. Ne, also da muss man sich halt auch fragen, was sind die Ziele von dieser Regierung? Definitiv. Bei Meloni, da wurde tatsächlich ein Telefonat abgehört, was bei ihr zumindest eine gewisse Naivität zeigt. Sie hat da nämlich gesagt, sie wollte ja die Grenzen schließen, aber mittlerweile sehe sie, dass das alles leider viel komplizierter sei. Also da wird sie mitbekommen haben, dass wenn ich jetzt tatsächlich eine Maßnahme ergreife, die dem westeuropäischen Kapital hier massiv schadet, dann kriege ich Probleme mit meinen Parteispendern. Also lasse ich das lieber. Ich will mich ja mit niemandem anlegen. Aber ich kann wenigstens arme Italiener schlechter behandeln dafür. Also da ist keine mächtige Interessensgruppe, die sich dagegen wehren würde. Ich frage mich, ob die mächtige Interessensgruppe vielleicht da sogar noch was hat springen lassen. Ne? Also ich persönlich sage auch in meinem Stream regelmäßig, dass ich der Meinung bin, dass Lobbyismus, also bezahlter Lobbyismus, ob das jetzt monetär ist oder irgendwelche Sachleistungen, Aktienpakete, Vorstandspositionen, dass es illegal sein sollte. Also dass wir, weißt du, wir Bürgergeldempfängern kontrollieren wir die Konten in regelmäßigem Abstand, ne? Weil die Geld von uns bekommen. Denn der Staat gibt den Bürgergeldempfängern Geld. Der Staat gibt aber auch unseren Politikern horrende Summen.
und dass man bei denen nicht kontrolliert, ob sie vielleicht irgendwie am Staat oder am Volk Geld vorbeischleusen. Also wenn ich jetzt eine Parteispende über 100.000 von einem Rüstungsunternehmen bekomme oder 500.000, ja, und sich das ein Politiker einsteckt und dafür dann eher positiv in Sachen Abstimmungen für Waffendeals handelt, ne, dann frage ich mich, ob das Ganze noch im Interesse des Volkes passiert oder eher in einem Privatinteresse. Und ich persönlich bin da sogar sehr, sehr hart. Ich sage, wenn das rauskommen sollte in meiner Vorstellung, wenn wir das verbieten würden, ne, wenn wir die Konten der Politiker kontrollieren würden, ne, und einfach nur schauen würden, kommt da Kohle rein außer von uns und wir bezahlen sie gut, dann würde ich das unter Landesverrat anzeigen, weil ich mir denke, du handelst nicht mehr im Interesse der Bürger. Ich wäre da sehr hart. Ich weiß, das muss man nicht teilen, diese Meinung, aber das wäre mal sicherlich spannend. Sinnvoll, ob es dann gleich Landesverrat, also man kann es ja einfach verbieten und ein Politiker, der dann überführt wurde, wenn der ein paar Jahre ins Gefängnis geht, ich glaube, das wäre für die meisten Abschreckung genug, wenn man das einfach, einfach, also Lobbyisten Zugang ins Parlament verbieten und Politikern einfach Annahme von Geldgeschenken verbieten und auch noch Aufnahme von Nebentätigkeiten nach ihrer Politikerlaufbahn. Die dürfen dann vielleicht zurück in ihren alten Beruf, aber alles andere dürfen sie nicht. Dann haben sie halt mal 5 bis 10 Jahre Karenz. Also wie lange man es dann genau macht, muss man sehen. Aber wenn du Kontakte hast, die 10 Jahre alt sind, dann kannst du damit nicht mehr so viel reißen, wie wenn du Kontakte hast, die erst ein paar Wochen alt sind. Also das ist ja wohl selbstverständlich. Das stimmt, ja. Ich würde aber noch ein bisschen einhaken. Also ich verstehe ja auch irgendwo den Grund, dass man sagt, okay, Lobbyisten können ja auch teilweise sinnvoll sein, wenn man sagt, okay, wir haben in einer gewissen Branche momentan, sagen wir jetzt mal die Landwirtschaft, haben wir die und die Probleme, die tragen Lobbyisten oder Vertreter unserer Branche an die Politiker ran. Das finanzielle Interesse dahinter muss weg. Ich sage, Fachkräfte oder Leute, die in diesem Bereich arbeiten, können besser darüber reden, was in diesem Bereich falsch läuft. Das ist so meine Denke dahinter. Ja, der Bundestag, die Bundestagsausschüsse bereiten ja Gesetze vor, die können ja Experten aus den Verbänden konsultieren, die können sich da ja fachlichen Rat holen, das ist ja nicht falsch, das ist sogar sehr sinnvoll, dass man das macht, damit man nicht irgendeinen realitätsfernen Unsinn da beschließt, aber irgendwelche Fachleute in einem geordneten Verfahren zu konsultieren und sich in irgendeinem Hinterzimmer mit einem Lobbyisten zu treffen unter Ausklamüsern, wo man dann später gut bezahlten Posten bekommt, also das wird man jetzt nicht öffentlich machen. Es gibt tatsächlich einige Parteispender beispielsweise, die sind dann so blöd und sagen, wofür die Parteispende gedacht war. Bei der Berliner CDU gab es da vor kurzem einen Skandal. Aber normalerweise kann man dann ja nur Vermutungen, also wenn jemand die ganze Zeit Politik für die Rüstungsindustrie macht und dann hinterher da gut bezahlten Posten bekommt, warum hat er das wohl gemacht? Oder wenn jemand dann direkt im Aufsichtsrat schon sitzt während seiner Laufbahn. Also ja, es ist schon ziemlich offene Korruption sehr häufig, aber du musst in Deutschland wirklich explizit sagen, dass du, keine Ahnung, ich spende jetzt der CDU 800.000 Euro, damit sie vermieterfreundliche Gesetzgebung macht, damit dieser blöde Mietendeckel da wegkommt. Das hat tatsächlich ein CDU-Parteispender gesagt. Und jetzt droht der CDU eine Strafe. Also weil der so blöd war, das öffentlich zu sagen, nicht weil er die Spende geleistet hat. Also wenn man das alles unausgesprochen gelassen hätte, öffentlich, so und das einfach hinter verschlossenen Türen ausklamüsert hätte, dann hätte da kein Hahn nachgekräht. Aber dadurch, dass das öffentlich gemacht hat, droht der CDU jetzt eine Strafe von 2,5 Millionen Euro. Ja, und man muss auch sagen, das ist halt auch wieder Wasser auf den Mühlen der AfD oder der Rechten. Weil die sagen dann halt ja, ey, lol, unsere Politiker können machen, was sie wollen. Stichwort SPD-Mindestlohngeschichte. Die können machen, was sie wollen. Sie haben keine Konsequenzen zu tragen. Ja, und wenn solche Sachen dann rauskommen, ist es ja sowieso schon mal absolute Vollkatastrophe. Aber die kleinen Sachen, die auch nicht rauskommen, ne, oder die man dann irgendwie rausfindet, ne, also von dieser SPD-Grund Mindestlohngeschichte habe ich auch noch nichts gehört. Ne. Ich kann mir schon vorstellen, dass wegen solchen Geschichten dann auch einfach Leute sagen, ja, bringt doch eh nichts. Ne. Unsere Politiker sind für nichts mehr irgendwie zur Rechenschaft ziehbar. Die können machen, was sie wollen. Sie handeln nicht mehr in unserem Interesse. Ne. Und dann kommen dann so Aussagen wie, die parlamentarische Demokratie wäre hinfällig. Ne. Und da frage ich mich, wieso man da nicht einfach, sag ich mal, ein bisschen gegenfährt politisch. Ja, definitiv. Und man kann sich auch noch anschauen, in welchen Thinktanks die Leute sitzen. Also bei Meloni, wir hatten ja gerade schon über Italien gesprochen, das ist ein sehr interessanter Indikator, was bei einer CDU-AfD-Regierung in Deutschland wohl los wäre. Die war vorher beim ESPEN-Institut. Und wir haben auch
in der AfD einige Leute, die in, also das ist ein transatlantischer Think Tank, setzt sich für die globale Hegemonie der USA ein. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Okay. Und auch in Deutschland, da haben wir einige Leute, die in zwielichtigen Think Tanks waren. Beatrix von Storch und Alice Weide, die waren vorher bei der Hayek-Gesellschaft. Also wirklich stramm neoliberale Denkfabrik. Merz ist BlackRock. Merz ist BlackRock, ne? Also muss man auch nichts mehr zusagen. Hätten wir hier das, das Finanzkapital in der Macht. Und Rüdiger Lukassen, das ist auch sehr interessant, das ist der verteidigungspolitische Sprecher der AfD, war vorher Vorsitzender der AfD in Nordrhein-Westfalen. Und der ist wunderbar in der Rüstungsindustrie vernetzt. Also das ist einer der lauten Fürsprecher von Militäreinsätzen beispielsweise. Die AfD also hat ja als verteidigungspolitischer Sprecher auch. Mhm. Ja, hat er zufällig Aktien? Wie gesagt, er ist gut in der Rüstungsindustrie vernetzt. Er forderte auch sogar die atomare Bewaffnung Deutschlands. Also das ist lecker. Es ist Wahnsinn. Also ich frage mich halt jetzt mal aus einer ganz saloppen Perspektive betrachtet, was bringt es den Leuten momentan, den Erdball anzuzünden? Also da wird ja in der Ukraine werden Risiken eingegangen. Da wird ein riesiger Krieg quasi in Kauf genommen für Profite oder für Ideologie. Ich glaube, hatte ich es mit dir da nicht drüber, dass du gemeint hast, ein ideologisch geführter Krieg ist der gefährlichste überhaupt, weil er jeglicher Rationalität entbehrt? Ich glaube, das war Teil des Gesprächs mit dir. Und dann schaue ich mir so an, was in der letzten Zeit so von unseren Politikern erzählt wird. Und ich habe halt auch echt so das Gefühl, die wollen uns aktuell auf einen Landkrieg vorbereiten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gut sein. Und Lukassen, das ist da einer der übelsten Kriegstreiber. Wir haben ja vor kurzer Zeit auch gesehen, dass die AfD für den Militäreinsatz im Roten Meer gestimmt hat. Also da wird uns ja hier verkauft. Also ich meine, so hat die AfD das auch versucht zu verkaufen. Ja, wir machen das ja für den freien Seehandel. Wir hatten ja schon in unserem letzten Gespräch besprochen, dass das absoluter Schwachsinn ist. Deutschland kämpft dort nicht für unseren für den deutschen Seehandel, sondern für den Seehandel anderer Mächte, beispielsweise der USA. Die USA wollen eine neue Front gegen den Iran eröffnen und machen sich so selbst zum Angriffsziel. Aber jeder Vasall, der da mitzieht, beispielsweise Großbritannien, macht sich auch zum Angriffsziel. Das heißt, wenn Deutschland die Houthis zu sehr provoziert, dann sehen die deutschen Schiffe vielleicht auch als Angriffsziel. Aktuell ist das noch nicht so. Aber wenn Deutschland da weiter provoziert, wenn Deutschland sich da weiter in diesen Krieg hineinziehen lässt, ja, dann könnten auch deutsche Schiffe da ins Visier geraten. Das heißt, Deutschland macht sich hier für US-Interessen, für eine gefährliche Eskalation in der Region, an der Deutschland kein Interesse haben kann, zur Zielscheibe für die USA. Und die AfD stimmt zu. Und auch das Einsatzgebiet dieses Einsatzes, das ist gereicht bis vor die iranische Küste. Das ist nicht nur im Roten Meer. Obwohl es geografisch sinnlos ist, dass es so weit reicht, hattest du mir auch letztes Mal schon erklärt, ne? Ja, völlig sinnlos. Also, wie gesagt, das kann man sich nur so erklären, dass man da eventuell noch mehr plant. Oder vielleicht ja, oder dass man Kapitalsoziales bei Amerika sich irgendwie erwirtschaften möchte. Ich weiß es nicht. Oder dass man vielleicht so diese Froschkoch-Methode macht, dass Amerika sagt, hey, wir bräuchten euch da unten, wir wollen unsere Kapazitäten dort verringern, könnt ihr langsam eure Kapazitäten da erhöhen? Ne, für uns, ich weiß es nicht. Bin ja, nicht mal verringern. Also die USA hatten ja angefangen, Houthis zu bombardieren und da haben die Houthis dann plötzlich gesagt, okay, jetzt greifen wir nicht nur israelische, sondern auch noch amerikanische, britische Schiffe an. Und dann sind plötzlich die Versicherungsprämien für amerikanische und britische Schiffe nach oben geschossen. Da mussten amerikanische und britische Schiffgesellschaften plötzlich um das Kap der Guten Hoffnung rumfahren und konnten nicht mehr durch den Suezkanal, wodurch Containertransporte in die USA nach Großbritannien enorm teurer geworden sind. Das heißt, die haben sich damit selbst ins eigene Bein geschossen, also so ein Luftkrieg, der ändert an der Machtstellung der Houthis in jedem eher nichts. Der wird diese Position eher noch stärken, wenn du dich gegen den äußeren Feind verteidigst und als entschiedenster Verteidiger deines Landes auftritt, dann stärkst du deine Stellung, die sowieso schon sehr gefestigt ist. Nochmal, die Houthis kontrollieren dort sowieso Gebiete, die in denen drei Viertel der jemenitischen Bevölkerung leben. Saudi-Arabien, hatte ich alles schon letztes Mal erzählt, versucht da seit Jahren mit einem wirklich brutalen Blockade, mit einem brutalen Luftkrieg die Houthis zu besiegen. Es hat nicht funktioniert, 400.000 Tote, es hat nicht funktioniert. Ja. Saudi-Arabien hat das mittlerweile schon eingesehen. Dieser Krieg war am Auslaufen und jetzt eskalieren die USA und Großbritannien da. Wahrscheinlich nur, weil sie irgendwo eine Front gegen den Iran eröffnen wollen. Nicht, weil sie jetzt da konkrete Erfolge erhoffen. Dass sie die Houthis nicht besiegen können, das wissen sie. Und jetzt wollen sie möglichst viele dämliche Vasallen, die sich da noch mit einmischen wollen, heranziehen, damit die Länder, die dann eventuell eine Front bereit wären, gegen den Iran zu eröffnen,
möglichst breit ist. Also, dass da möglichst viele Länder dabei wären. Die AfD war der Iran nicht sogar Teil von dieser Allianz von Russland? Weil es gab noch so ein paar bestimmte Länder, ich bin ja so. Ja, Iran ist mit Russland verbündet. Also mal abgesehen davon, wie würden, also wenn das, was einige verrückte US-Neokons da fordern, nämlich das iranische Regime zu beseitigen, wie würden sich dann China und Russland verhalten? Ja, aggressiv natürlich. Also. Gehe ich mal stark davon aus, oder? Die werden kein neues US-Marionettenregime da in Teheran dulden. Also sie haben das in Libyen geduldet, sie haben das im Irak geduldet, sie haben so häufig zugesehen, wo die USA da befreundete Regierungen beseitigt haben, dass sie das jetzt im Iran, also in diesem geostrategisch sehr wichtigen Land, einfach so passieren lassen würden, ohne eigene Aktionen, ist zumindest mal unwahrscheinlich. Ja, die würden da einen Teufel tun, das ist schon richtig. Das ist Wahnsinn, was momentan auf der Welt passiert, ey. Ja, und die AfD stimmt für Eskalation, das kann man nicht häufig genug betonen. Ich meine, sie hätten diesen Einsatz abhalten können, hätten diesen Einsatz ablehnen können. AfD-Chef Kupala hat sogar in einer Rede ein paar Tage nach dieser Abstimmung erzählt, warum es denn so schlecht sei, dass Deutschland sich da an einer Eskalation beteilige und so weiter und so fort, kurz nachdem er selber zugestimmt hat. Also das ist... Ich habe einen Kupala noch keine drei geraden Sätze sprechen hören am Stück, ne? Es ist wirklich schwierig. Ja, ohne Scheiß. Ich meine, die AfD ist halt, egal was sie sagt, egal was sie tut, ich habe halt immer das Gefühl, dass sie immer das Gegenteil von dem tut, was sie behauptet, tun zu werden, mein Deutsch, schwierig, und dass halt die Ängste und das Leid der Bevölkerung ausnutzt.